Zählen wir doch einfach mal eins und eins zusammen und analysieren die Situation, in der wir uns derzeit befinden. Zunächst mal haben wir eine viel hartnäckigere Inflation als zuvor gedacht. Diese hartnäckigere Inflation, die wahrscheinlich die Folge des exzessiven Gelddruckens ist, führt dazu, dass die Notenbanken die Zinsen höher anheben müssen als zuvor erwartet und länger oben halten müssen als zuvor erwartet. Und das Ganze bei einer gigantischen Verschuldung, die sich inzwischen aufgetürmt hat, also steigende Zinsen bei gigantisch gestiegener Verschuldung, das ist eigentlich eine toxische Mischung und dementsprechend ist eigentlich das Setup für eine Finanzkrise 2.0 gegeben. Muss das so kommen? Nein, ich vermute vielmehr, dass die Notenbanken kurz bevor es zu einer solchen Finanzkrise 2.0 kommt, dann in Panik geraten und umsteuern und lieber die Inflation hinnehmen als den Crash des gesamten Finanzsystems. Wenn wir von der Finanzkrise 2.0 sprechen. Was war denn der Auslöser der Finanzkrise 1.0? Naja, der amerikanische Immobilienmarkt, die dort entstandene Blase, die ist geplatzt. Niemand wusste, wer welche Risiken in den Büchern hat. Dementsprechend gab es diese Kettenreaktion, diesen Dominoeffekt. Jetzt haben wir wieder gigantische Blasen durch das exzessive Gelddrucken, vor allem wieder bei Immobilien, aber auch bei anderen Assetklassen. Und das jetzt in einer Situation, wo eben die Zinsen immer weiter steigen, wo die Schuldenlast dadurch immer drückender wird. Und es ist kein Zufall, dass wir heute Zahlen respektive Meldungen bekommen, die mich irgendwie an das Jahr 2007 und an das Jahr 2008 erinnern. Das wollen wir uns mal anschauen. Zunächst mal hier Blackstone Defaults on Nordic CMBS. Also hier ist praktisch ein Immobilienfonds von Blackstone, ja jetzt auch kein ganz kleiner Fisch am Markt, der seine Anleihen nicht mehr bedienen kann, respektive die fälligen Zahlungen aus diesen Anleihen. Dieser Immobilienfonds hat finnische Offices and Stores in seinem Portfolio und kommt unter Druck, weil die Zinsen stark gestiegen sind und damit die Bewertungen der Immobilien ins Rutschen kommen. Zuvor hatte BlackRock schon, auch das erinnert an Bear Stearns, Auszahlungen aus diesem Immobilienfonds gestoppt. Wir haben dann zum Beispiel heute auf Bloomberg die Meldung, Schwedens Immobilienpreis Crash könnte man sagen, oder starker Rückgang der Preise ist jetzt im zweiten Jahr und es scheint sich kein Ende abzuzeichnen. Jetzt gucken wir uns mal die sogenannten Commercial Real Estates an, also praktisch der Sektor Gewerbeimmobilien, wie die eigentlich finanziert sind. Nämlich 48%, praktisch die Hälfte davon, haben eine flexible Finanzierung. Die passt sich also den Zinssätzen an. Steigen die Zinsen, steigen auch die Zinsbelastungen eben für diese Commercial Real Estate Loans, also für diese Kredite in diesem Sektor. Und viele davon kommen jetzt 2023 und 2024 zur Maturity, das heißt, die laufen dann aus, dann müssen die sich neu refinanzieren, natürlich zu komplett anderen Zinsen, als eben bisher das in dieser Nullzins-Ära gewesen sind. Fast 92 Milliarden Dollar Non-Bank Office Debt ist hier praktisch im Feuer und dann bekommen wir aus der zweiten Tulpensituation, nämlich dem Kryptobereich Silvergate, diese Kryptobank, auf ein neues Allzeittief gefallen. Heute fällt 45%, nachdem das Unternehmen gesagt hat, naja, unsicher, ob wir unser Geschäft überhaupt fortführen können, und das ist noch unsicherer geworden durch die Meldung heute, dass Coinbase, Galaxy und Paxos keine Transferzahlungen oder keine Zahlungen mehr, keine Transfers mehr akzeptieren von Silvergate. Also da haben wir gleich die zweite große Baustelle, den Kryptosektor. Und jetzt gehen wir mal zur eigentlich relevanten Baustelle. Ich hoffe, das können Sie sehen. Ich drehe mich mal aus dem Bild, damit Sie hier rechts die Grafik sehen können. Wir haben jetzt seit August den längsten Bärenmarkt für die Anleihemärkte. Das heißt, die Kurse der Anleihen fallen, die Renditen steigen, nämlich 31 Monate mit einem Drawdown von minus 17%. Das hat es weder in der Länge noch in der Tiefe des Abverkaufes bisher je gegeben. Und für die Aktienmärkte relevant, wie geht es jetzt weiter mit den Renditen? Hier die zweijährige US-Staatsanleihe. Rendite natürlich sehr, sehr stark gestiegen.
Wenn die jetzt mal wieder runterkäme, wäre das für die Aktienmärkte dann auch eine Erleichterung. Aber entscheidend ist, wir haben einen tiefen Abverkauf am Anleihenmarkt, der ja ein größeres Volumen auf die Reihe bringt als eben der Aktienmarkt. Und wir sehen jetzt aktuell zum Beispiel die größten Abflüsse aus High-Yield-Bonds, also aus bonitätsschwachen Anleihen, aus risikoreichen Anleihen, deren emittierende Unternehmen eben keine gute Bonität haben. Wie gesagt, das ist der größte Abfluss. Noch sehen wir am Junkbond-Markt, das ist für mich die Achillesferse insgesamt, da sieht man das Stresslevel, sehen wir noch keinen wirklichen Stress, aber wir sehen, dass massiv Kapital abgezogen wird. Das ist zunächst mal die Voraussetzung für Stress. Und wenn wir jetzt an die Aktienmärkte kommen, dann sagt Lance Roberts unter Verweis auf die gewisse Analogie, die wir sehen zwischen dem Jahr 2000 und 2001, also Platzen der Dotcom-Blase. Das sind schon ähnliche Chartstrukturen, muss man sagen. Wiederholen wir den Bärenmarkt des Jahres 2000. Damals war es die Dotcom-Blase. Jetzt haben wir Non-Profitable Technology, also diese Disruptors, wie meine zweitbeste Freundin Cathy Wood das sagen würde, die sie dann auch im Depot hat. Also Unternehmen, die viel Hoffnung, aber kein eigentliches Geschäftsmodell haben. Dementsprechend für mich, ich habe das immer wieder gesagt, Cathy Wood mit am gefährdetsten von allen Playern, weil sie genau auf dieses Mantra setzt, das sind die großen Disruptoren und diese Blase droht jetzt mit hohen Zinsen zu platzen. Hier sehen wir oben in dem Chart mal, Nasdaq in Relation zum S&P 500 kommt jetzt an eine wichtige Abwärtstrendlinie, könnte daran scheitern. Links unten sehen wir das Kursverhalten der letzten Tage, sehr komische Kerzen und rechts unten sehen wir die Monatskerzen. Im S&P 500 kann man jetzt wahrscheinlich hier in der Grafik nicht so richtig gut erkennen auf dem Bildschirm. Jedenfalls sehen wir da so ein ziemlich fettes Gravestone-Doji, ein Grabstein-Doji. Wie gesagt, muss alles jetzt nicht sofort die totale Katastrophe bedeuten, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es ist das Setup eben durchaus gegeben. Denn es wäre jetzt vielleicht das allererste Mal, this time is different, diesmal ist alles anders, dass ein solch schneller Zinsanhebungszyklus irgendwie spurlos sowohl an der Wirtschaft als auch an den Finanzmärkten vorbeiginge. In den 70er Jahren, auch ein Hochinflationsumfeld, auch ein Hochzinsumfeld wie derzeit, da kam es zu einer Rezession, da kam es auch 73, 74 zu einem herben Abverkauf der Aktienmärkte. Und hier sehen wir mal den Vergleich zwischen Renditen, die eher deutlich gestiegen sind auf der einen Seite, und dem S&P 500 und dem Nasdaq. Da könnte eigentlich noch was ausgepreist werden aus den Aktienmärkten, denn normal sind steigende Renditen nicht gut für die Aktienmärkte. Aber die Bullen haben eine Hoffnung, meine Damen und Herren. Jim Cramer, der weltbeste Kontraindikator, sagt, die Interest Rates haven't peaked yet. Oh, also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Anleiherenditen weiter steigen, dann müsste ich meine Meinung revidieren, wenn Jim Cramer das sagt. Kleiner Scherze beiseite, aber wir sehen jetzt, dass trotz der Zinsanhebungen, und wir sind jetzt bei knapp 5% bei den Leitzinsen in den USA, die Inflationserwartungen trotzdem weiter steigen. Das heißt, die Anleihemärkte sagen faktisch, das, was ihr macht, liebe Notenbank, liebe Fed, das hilft nicht so richtig. Man erwartet trotzdem eine höhere Inflation, weil eben auch die Inflationsdaten höher reingekommen sind. Dementsprechend die Fed Fund Futures erwarten jetzt, dass die Leitzinsen im September bei 5,5% stehen. Und warum steigen die Anleiherenditen? Erstens wegen den Inflationszahlen aus der Eurozone, dazu gleich mehr, aber vor allem auch, weil wir wieder sehr gute Erstanträge vom US-Arbeitsmarkt bekommen haben, wieder unter 200.000, auch die Folgeanträge niedriger, aber vor allem die Labor Costs, also die Arbeitskosten, sind deutlicher gestiegen als erwartet, nämlich um 3,2%. Da war nur 1,6% erwartet worden. Im Gefolge da sind dann die Renditen gestiegen. Als wir bei 4.200 Punkten waren im S&P 500, also auf dem Hochpunkt dieser sehr wahrscheinlichen Bärenmarkt-Rallye, da war die bullische Stimmung extrem, kaum mehr Bären oder der Bärenanteil ist zurückgegangen. Jetzt sehen wir wieder die Bären oder die bärische Stimmung bei den Privatanlegern in den USA. Die nimmt wieder etwas zu, aber das, was die Märkte oder was in den USA, was jetzt nicht passieren sollte, wie JP Morgan, das Trading Desk hier warnt, wäre, wenn der S&P 500 die 3.900er Marke nach unten durchstoßen würde. Das wäre maximale Frustration. Warum? Erstens, weil eben die CTAs, die Vermögensverwalter, prozyklisch sich in die Rallye eingekauft haben. Die müssten dann massiv entladen. Dazu diese ganze Optionsgeschichte. Das würde bedeuten nämlich, dass die Market Maker sich nach unten absichern müssen, dementsprechend das Underlying verkaufen
kaufen, ob den S&P 500 oder so großartige Aktien wie Tesla, sei dahingestellt. Jedenfalls ist da eine gewisse Hebelfunktion durchaus möglich, die dann in Kombination mit dieser toxischen Mischung steigende Zinsen, gestiegene Verschuldung, sehr hohe Bewertungen an den Aktienmärkten, extreme Blasenbildung, die jetzt zurückgeht oder wo wir vielleicht schon das Blasen der Immobilienplätze sehen, das ist eine toxische Mischung. Und hier jetzt die Daten aus der Eurozone mit 8,5%. Höher als erwartet, die Inflation statt 8,3%, aber vor allem die Kernrate 5,6% statt 5,3% erwartet, neues Hoch bei der Kernrate. Ja, natürlich sind die Energiepreise gefallen und vor allem der Vorjahresvergleich im nächsten Monat wird dann deutlich entspannter in Sachen Energiepreise, weil der Ukraine-Krieg ja vor einem Jahr begonnen hat, aber wir sehen Lebensmittel massiv gestiegen. Industriegüter ohne Energie, Dienstleistungen, das dürfte, nämlich die Dienstleistungen dürfte der Sektor, der weiterhin der Inflationstreiber wird. Und angesichts dieses 1 und 1, was ich versucht habe zusammenzuzählen, kommt eine Madame Lagarde und sagt, ich sehe keine Rezession in der Eurozone am Horizont, echt? Da muss man aber eine schon sehr dunkle Brille aufhaben. Hier sehen wir mal den schlimmsten Reallohnverlust der Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg. Drei Quartale geht das hier, vor allem das letzte Quartal mit massivem Reallohnverlust. Also das ist sozusagen die Krux an dieser ganzen Geschichte. Wird das ganz entspannt so weitergehen? Ich hatte vorhin den Dienstleistungssektor benannt. Hier sehen wir mal den Vergleich zwischen Inflation im Dienstleistungssektor USA und Eurozone. Die USA praktisch immer ein halbes Jahr voraus. Wir haben jetzt bald Lohnabschlüsse, die sich gewaschen haben. Gewerkschaften fordern 10% und mehr. Vor allem diese Serviceinflation mit 5% eben neues Hoch. Und das ist 150 Basispunkte, also 1,5% höher als im Jahr 2002. Also ein neuer Rekord, seit es die Eurozone gibt. Und jetzt haben wir plötzlich sehr hawkischen Sprech von La Isabella Schnabelina, der italienischen Deutschen in der EZB, vor ein paar Monaten. Jetzt ist sie ziemlich hawkisch geworden und hat etwas gesagt heute, was ich noch nie in dieser Deutlichkeit, in dieser hawkischen Deutlichkeit gehört habe, nämlich der große Anleihebestand, den wir, nämlich die EZB, in unserer Bilanz haben, wird uns behindern bei der Kämpfung der Inflation. Hier sagt sie wörtlich, das könnte unsere Bemühungen zuwiderlaufen, die Inflation rechtzeitig wieder auf unser 2%-Ziel zu bringen. Das bedeutet, Subtext, meine Damen und Herren, wir müssen versuchen, die Bilanzsumme schneller zu reduzieren, respektive die Anleihen vielleicht sogar zu verkaufen, nicht nur auslaufen zu lassen. Was wäre denn die Folge? Die Renditen würden noch weiter steigen, weil praktisch dann sehr viel Angebot auf den Markt kommt, den vorher die EZB wie der dicke Wal in der Badewanne in sich aufgesogen hat. Den würde man dann perspektivisch und schrittweise wieder ausspucken. Dazu brauche ich Käufer. Die Käufer sagen sich, angesichts der Inflation will ich aber einen Ausgleich haben für diese Inflation, fordere also eine hohe Rendite. Und wenn wir jetzt nochmal ins geopolitische Geschehen kommen, meine Damen und Herren, hier USA, suchte Verbündete, um China zu sanktionieren, wenn die Chinesen, wenn Peking wirklich Waffen an Russland liefert. Da hat heute auch unser Olaf der Vergessliche davor gewarnt, Olaf Scholz dazu gleich mehr. Die Frage auch, ob die Stärke der chinesischen Wirtschaft so ein bisschen politisch gewollt war. Wir hatten ja den offiziellen Einkaufsmanager-Index. Jetzt beginnen heute die sogenannten zwei Sitzungen in China. Also das ist das, was dann vielleicht sogar wichtiger ist als der Parteikongress, der ja gewesen ist. Warum? Weil hier praktisch der Inner Circle jetzt definiert wird, weil hier offiziell dann verkündet wird, dass Xi Jinping gewissermaßen der neue Mao ist. Also hat man vielleicht versucht, das zeigt dieser Artikel auf Finanzmarktwelt, die Zahlen so ein bisschen zu frisieren. Und wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, da sehen wir eine ziemlich heftige Auseinandersetzung zwischen Lindner und Habeck. Habeck will ja praktisch fossile Heizanlagen, die entweder mit Gas oder mit Öl betrieben werden, ab 2024 verbieten. Dann hat Lindner gesagt, das sei wirtschaftlich und sozial verheerend, was Habeck da mit seinem Wirtschaftsministerium vorgeschlagen hat. Das riecht nach Ärger, zumal der Lindner 12 Milliarden für seinen Haushalt brauchte, die er irgendwie refinanzieren muss. Da geht jetzt also das große
Hacken und Stechen los, wer kriegt was und wer muss auf was verzichten. Und hier sehen wir zum Beispiel mal Preisschock bei Fernwärmekunden von E.ON, wie mein Kollege Hannes Zipfel hier zeigt. Hier nochmal 3.600 Euro obendrauf für ein Durchschnittshaus in Hamburg-Bergedorf, ganz im Osten Hamburgs, meine Damen und Herren, nachdem im November bereits 2.000 Euro nochmal extra fällig waren. Die Kosten haben sich seit 2020 vervierfacht. Auch das wird die Inflation wieder nach oben bringen oder weiter nach oben bringen. Klar, die Spotmarktpreise für Gas etwa sind deutlich gefallen, aber hilft das den Konsumenten? Nein, weil die in Verträgen sitzen, die ihre Lieferanten, ihre Energielieferanten abgeschlossen haben zu Panikhochpreisen, hilft also nicht. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man all das finanziert? Die meisten Privathaushalte in Deutschland haben schon ohnehin wenig Vermögen und weil das ungerecht ist seitens der Politik, überlegt man sich, na, dann müssen wir die Reichen ärmer machen. Und vor allem die Immobilienbesitzer, das dürfte kommen. Also dann nochmal der Extraschlag für den ohnehin bereits angeschossenen Immobiliensektor. Und damit werden wir wahrscheinlich dann alle noch ärmer und noch reicher angesichts dieser Genialität. Und das angesichts der Situation, dass der globale CO2-Verbrauch ein neues Allzeithoch erreicht hat im Jahr 2022, obwohl Europa seine CO2-Emissionen nach unten gefahren hat. Und das liegt daran, dass ein Switch passiert von Gas zu Kohle, natürlich auch in Deutschland, aber jetzt schauen Sie mal hier rechts diese Grafik an, meine Damen und Herren. Hier Zubau von Kohle. Hier ist mit Abstand China der absolute Treiber. Man hatte mehr praktisch als die gesamte Restwelt hier an Kohle zugebaut. Die pumpen also CO2 in die Luft, dass es kracht. Aber Hauptsache, wir werden CO2-neutral. Wenn China das nicht ändert und wir irgendwie nicht es hinkriegen, mit China das zu ändern, dann können wir hier so CO2-neutral werden, wie wir wollen. Meine Damen und Herren, die Wahrscheinlichkeit eines Rebounds nimmt zu. Wir haben eine ziemlich ungünstige, toxische Ausgangslage, die ich versuchte zu beschreiben. Muss all das in negativen Konsequenzen enden? Nö. Aber es kann, das Setup, wie gesagt, ist da. Wir könnten, weil wir kurzfristig überverkauft sind an den Märkten, einen Rebound sehen. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Hier Olaf der Vergessliche, der eine Rede gehalten hat im Bundestag und Peking gewarnt hat vor Waffenlieferungen an Russland. Das ist jetzt wenig spektakulär, wobei ein bisschen schon. Aber was viel spektakulärer ist, es sind die Insider-Informationen aus chinesischen Kreisen, die uns zugesteckt wurden, nämlich finanzmarktwelt.de, dass die Dinge hier schon viel, viel weiter sind in Sachen chinesischen Waffenlieferungen an Russland als bisher bekannt. Absolut singulärer Content aus hochrangigen, aber anonym bleiben wollenden chinesischen Kreisen. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich erstmal Servus und Ciao. Schönen Feierabend.